Moin Moin Bros, ist das. Mein Name ist Stylish Sides und heute zocken wir. Wir werden, was wir sehen. Wisst ihr, das war so einer der ersten Indie-Spiele, die ich gespielt habe und auch irgendwie meine Liebe zu Indie-Spielen geformt hat. Und mit der Zeit stolpere ich immer wieder über dieses Spiel. Und ich dachte mir, es ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, es zu spielen. Weil das ist so ein gesellschaftskritisches Spiel, welches nicht viel Erklärung braucht. Du guckst es dir einfach an und du denkst dir, boah, das ist krass. Aber es ist auch so wahr. Ich werde nicht viel dazu sagen, ihr werdet es schon selbst verstehen. Wir werden, was wir sehen. Wir formen unsere Werkzeuge und dann formen unsere Werkzeuge uns. Let's go. Das Spiel ist einfach diese Point-and-Click-Perspektive und wir haben diese Kamera und können damit Leute fotografieren. Ein paar gewöhnliche Typen. Langweilig. Weil wir haben den Fernseher in der Mitte. Und unsere Aufgabe ist es immer, die krassesten News zu bringen. Zum Beispiel, dieser Typ sieht komisch aus mit seinem Hut. Oh, hübscher Hut. Das ist echt ein hübscher Hut. Und plötzlich ziehen alle Hüte auf. Ihr seht, wohin das führt. Wir gucken weiter. Was ist besonders? Der Typ mit dem Hut? Schon gehört? Hüte sind out. So schnell kann es gehen. Also das war nicht die Besonderheit. Die Besonderheit ist das hier. Widerlich. Nehmt euch ein Zimmer. Oh. Das ist traurig. Und die beiden gehen schämend weg. Das soll auch zeigen, dass schlechte Nachrichten besser ankommen als gute Nachrichten. Man hätte auch einfach sagen können, schön, ein Pärchen. Aber das wäre keine gute Nachricht. Okay, jetzt haben wir diesen irren Typen hier. Und der schreit Leute an. Verrücktes Quadrat, greift an! Mehr oder weniger an sich schreit er einfach nur Leute an. Er hat niemanden wirklich angegriffen. Und wir sehen, der eine Typ hat Angst. Oh, okay. Es ist lange her, seitdem wir das Spiel gespielt haben. Aber anscheinend müssen wir ein Foto von ihm machen. Langweilig gehen. Was? Das war nicht richtig? Ich dachte, das wäre richtig. Was passiert, wenn wir diese Grille hier fotografieren? Ein Grashüpfer. Wow. Das ist auch nicht interessant. Ich glaube, wir müssen den Kreis in Action fotografieren. Wann passiert denn etwas mit dem... Okay. Kreisfürchtende Quadrate. Oh, okay. Jetzt erinnere ich mich. So fing das alles an. Und das Quadrat hier wird skeptisch. Das denkt sich so, Oh. Quadrat. Anschuldigung von Kreisen, lächerlich. Jetzt sind die Kreise wieder sauer auf die Quadrate. Oh Gott, der wird sogar richtig rot. Das heißt, dieser Kreis ist sauer. Und warte mal, was passiert hier? Was passiert hier? Wer will denn sehen, wie Leute miteinander klarkommen? Stimmt, das möchte niemand sehen. Wir möchten Streit. Und dieses Kreis sieht wütend aus. Dieser Kreis. Kreise hassen Quadrate. Oh Gott, das ist eine hasserfüllte Nachricht. Und jetzt sind Kreise und Quadrate aufeinander sauer. Oh Gott, die schreien sich alle an, während der eine hier rumhüpft. Der eigentlich mit allem angefangen hat. Okay, können wir uns das hier... Oh, knapp verpasst. Mist. Wir müssen die auch fotografieren, während sie schreien, weil sonst funktioniert es nicht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Mal sehen, wann seid ihr denn wütend? Ich warte jetzt auf ein Quadrat, was wütend ist. Dieses Quadrat scheint super zu sein. Es muss nur irgendjemanden anschreien. Komm schon. Oh, da. Perfekt. Perfekt. Quadrate hassen Kreise. Eine fortwährende Art des Hasses. Und jetzt, es werden immer mehr Rote. Es werden immer mehr Rote. Immer mehr Leute werden sauer. Okay, was soll ich denn jetzt fotografieren? Weil die sind doch alle rot schon. Wer schreit sich... Oh, hier schreien sich Leute an. Quadrate hassen Kreise. Das hatten wir doch schon. Die News kennen wir schon. Oh Gott, die schreien alle rum. Die schreien alle rum. Die schreien alle rum. Hier. Fast jeder hasst alle. Das ist eine super Nachricht. Mehr oder weniger. Nicht wirklich super Nachricht. Eigentlich voll die schreckliche Nachricht. Oh, warte mal. Die protestieren hier. Was wollen die denn? Die wollen Liebe. Frieden ist langweilig. Die Leute wollen Gewalt sehen. Das stimmt. Die Leute wollen Gewalt sehen. Traurig, aber wahr. Aber hier ist überall Gewalt. Ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll. Die beiden, die protestieren? Ha, die hatte ich eben schon. Der Typ, der da oben rumhüpft und mit allem theoretisch angefangen hat, die eine einzige Person, hatte ich schon. Irgendwie hassen einfach alle alle. Ich verstehe es nicht. Alle hassen jeden. Mit einer 1 statt einem Ausrufezeichen. Das heißt, es ist wirklich ernst. Das heißt, es ist wirklich, wirklich ernst. Oh, warte. Da ist ein Typ mit Hut. Ich wusste gar nicht, dass die noch existieren. Hüte sind out. Hast du es immer noch nicht gehört? Okay, das ist anscheinend keine News, aber das ist der einzige Typ, der irgendwie anders aussieht. Ich dachte, das wäre eine News. Zumindest irgendwas wäre das. Oder? Der steht da rum. Punkt, Punkt, Punkt. Yo.
Okay. Den Part habe ich vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Ja! Alter! Was passiert? Habt Angst! Seid wütend! Ach du, oh Gott, nein, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist alles. Oh Gott! Es reicht, es reicht, es reicht! Was soll ich denn tun? Was soll ich fotografieren? Habt Angst! Seid wütend! Die Leute sind schon wütend! Die sollten. Eine Schrotflinte! Das ist doch übertrieben, oder? Oh Gott. Wir zoomen raus. Das ist es, worum das Spiel geht. Was es euch sagt, ist eigentlich relativ klar. Und ich finde, aus solchen Spielen kann man lernen. Wirklich lernen. Bezieht es einfach auf aktuelle Lagen. Bezieht es auf vieles. Lasst euch nicht von irgendjemandem was sagen, was ihr nicht live gesehen habt oder live erlebt habt. Bildet euch eine eigene Meinung. Wie gesagt, ein super geniales Spiel, was ich finde, was man alle Jahre mal wieder sehen sollte. Und zu guter Letzt, danke an dich fürs Spielen. Danke fürs Machen des Spiels. Leute, es war ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mehr oder weniger, weil an sich ist das eine richtig traurige Geschichte. Jetzt sehen wir das liebende Pärchen noch hier und die ganzen Leute, die tot sind. Ist das die letzte News? Das ist keine News. Wir werden, was wir sehen. Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.